Nimm das Puppenhaus. Es wird dir viel über Sam erzählen. Sammle einige Puppen, um mehr über die Vergangenheit deines Mannes zu lernen. Nettes Kind. Der kam mir gleich schon so psycho vor. Aber ist ja ganz normal, hier seine Hand in Flammen aufgehen zu lassen. Was ist passiert? Die Stadt ist in Dunkelheit gehüllt. Nimm das Puppenhaus, das dir der Junge gegeben hat. Ich will nicht. Puppe für das Puppenhaus. Und hier leuchtet was. Okay, die bewegt sich selbstständig und jongliert in der Luft mit. Bam. Dieses Puppenhaus erzählt uns Sams Geschichte. Er war ein außergewöhnliches Kind. Lumpen. Gut. Haben wir einen Lumpen gefunden. Aus dem Puppenhaus. Tue ich auch immer rein, die Lumpen. Das ist das Haus, von dem aus die Kiste versendet wurde. Wir müssen hineingelangen und deinen Mann finden. Du meinst ich? Du tust ja keinen Finger rühren. Was haben wir hier? Einen Gehstock. Die Erde verdeckt etwas. Ich muss es ausgraben. Nimm deine linke Hand, nimm deine rechte Hand und grab. Ist doch nicht so schwer. Oder willst du dir die schönen manikürten Fingernägel nicht kaputt machen? An der Puppe fehlt ein Arm. Ich muss ihn finden, wenn ich ins Haus hinein will. Ja. Hier noch irgendwas. Achso, da kommen wir wieder dahin. Was ist das? Bei dem Ornament fehlt ein Teil. Eins von 36 Spezialobjekten. Okay. Ganz ruhig. Jemand hat den Arm der Puppe mit Stacheldraht an den Baum gebunden. Ich muss ihn irgendwie losbekommen. Ich möchte aber nicht, dass einer dieser ekligen Käfer auf mich krabbelt. Ja, kann ich nachvollziehen. Absolut. Was haben wir hier? Ein Schlüssel eines Polizisten steckt in der Wand. Woher weißt du, dass das der Schlüssel eines Polizisten ist? Und nicht von einem Rabbi? Oder mein Schlüssel? Oder der Schlüssel von dieser Voodoo-Puppe hier? Warum der Schlüssel eines Polizisten? Drinnen ist eine Schaufel. Ich brauche einen Hebel, um den Deckel anzuheben. Geht das mit dem Gehstock? Tatsache. Noch irgendwas? Nö. Nur Müll. So, was ist hier? Hinter dem Tor geht es weiter. Du musst irgendwie die andere Seite gelangen. Jut, wir haben aber erstmal die Schaufel, um damit zu schaufeln, weil mir dann zu schade ist, die Finger dreckig zu machen. Ach, sieh an. Metallplatte.
Ja, hinter dem Tor, pipapo. Nein, oder? Drehe die Ringe, um das Bild wiederherzustellen und um das Tor zu öffnen. Okay, das passt, glaube ich. Das passt. Heile ist. Was haben wir hier? Ein kaputter Wasserhahn. Jetzt weiß ich, wo ich Wasser herbekomme, wenn ich welches benötige. Schön, schön. Was ist das? Was auch immer es ist, ich sollte es wegwischen. Vielleicht mit dem Lumpen? Ja. Abgeschlossen, aber ich weiß, wo der Schlüssel ist. Huch, wollte ich gar nicht. Ich wollte zum Wimmelbild. Ach, Apfel, Huhn, Schneeflocke? Ist das der Apfel? Apfel, Huhn, Schneeflocke? Ist das das Huhn? Solche Schneeflocke finden. Beißzange, Krug, Schädelmedaillon. Beißzange, Krug, Schädelmedaillon. Ist das die Beißzange? Ja. Hier ist das Medaillon. Krug. Wo bin ich? Besen. Raupe dreimal Spitze. Was ist das? Ja, das ist eine Raupe. Spitze, Raupe. Ist das hier die Spitze? Ja. Darunter ist die Raupe. Was das ist, weiß ich nicht. Fußgängerzeichen, Schlüssel, Thermometer. Da ist das Thermometer, das Fußgängerzeichen ist hier. Schlüssel, Raupe, Krug, Schneeflocke. Da ist der Schlüssel. Raupe, Krug, Schneeflocke. Ich wollte gerade sagen, eine Feder. Und dann habe ich den Krug gesehen. Krug haben wir ja schon. Raupe, Schneeflocke. Da ist die Raupe. Schneeflocke. Das ist ein Gitter. Da ist die Schneeflocke. Gerne mal übersehen. Schädelmedaillon und Beißzange. Können wir jetzt mit der hier auch schon mal so und knipp, knipp, knipp haben wir den Arm der Puppe. Noch gleich dran. Sehen die etwa jedes Mal das Schloss kaputt? Das ist ja irgendwie ineffizient. Hat Sam hier früher gelebt? Weiß nicht. Ich brauche 5 wie Schäde geformte Medaillons.
Was für ein Zufall, dass wir schon eins haben. Was ist das? Ist das eine Konserve mit Essen? Ich sollte sie öffnen und es herausfinden. Ich muss diese Schublade öffnen. Sie könnte etwas Nützliches enthalten. Gut. Was ist das? Oh, noch ein Objekt gefunden. Ein Vogel. Der Rabe hat einen Schlüssel. Vielleicht gibt er ihn mir, wenn ich ihn füttere. Alles vergammelt und versifft, aber der Vogel lebt noch. Klar. Hier können wir anscheinend nichts machen. Gehen wir mal nach oben. Warum brennt es auf einmal? Was zum? Macht das Feuer aus, bevor das ganze Haus niederbrennt? Ja, also... Wir haben einen Vogel. Wir haben Dose, die wir nicht öffnen können. Ein Strang. Ein Feuer. Ach, da oben ist ein neues Wimmelbild. Hab ich gesehen. Oh Gott, was ist das hier für eine Psychopuppe und die? Brauchen wir das? Und guck mal. Wie Hannibal Lecter. Brauchen wir Medaillon? Schädelmedaillon, ja. Bärenfadenkreuz. Fadenkreuz ist da. Bären. Die hier oben. Buchkampf Spindel. Spindel habe ich doch schon gesehen hier. Dosenöffner, Küchenschabe 2. 2. Ist das die Schabe? Ja. Dosenöffner, Dosenöffner. Hier, Axt als Dosenöffner. Ist das ein Dosenöffner? Nein, nur ein Messer. Elefant, Pilze, 3x Äpfel. Ah, hier ist der Kamm. Ist das ein Pilz oder ist das ein Kreisel? Das ist ein Pilz. Dosenöffner. Dosenöffner. Da. Direkt vor der Nase. Dosenöffner und Schädelmedaillon. Und das Feuer hat das Haus immer noch nicht verzehrt, also da können wir uns Zeit lassen. Da waren es nur noch 2. So, was finden wir jetzt da drin zu essen? Halb vergammeltes. Was ist das? Goldnuggets? Vogelfutter. Okay. Vogelfutter aus der Dose. Warum nicht? Hier, gammeliges Vogelfutter, lass es dir schmecken. So. Jetzt haben wir Kommodenschlüssel.